Hi, heute wollen wir euch einige von unseren Werkstattfragen beantworten. Eine davon ist die Qualität unserer Quetschverbinder. Immer wieder wird gesagt, wir haben die Quetschverbinder, die werden immer schlechter. Und dann sagen wir, nein, das ist nicht der Fehler, sondern das Werkzeug ist der Fehler. Oft wird die falsche Zange benutzt. Ja, sieht man ein gutes Beispiel an diesen zwei Zangen. Optisch sind sie beide gleich von außen, außer jetzt die Farbe vom Griff. Aber hier vorne habe ich meine farbliche Kennzeichnung. Ich bin also der Meinung, im ersten Augenblick, es ist für die gleiche Anwendung. Der Unterschied ist aber hier bei den Segmenten. Das heißt, ich habe hier einmal mein Segment für die Verbinder. Es geht gerade. Und dann habe ich einmal das Segment für unsere Kabelschuhe. Ja, und hier sehe ich in dem Segmentkammer, dass ich eine Aufweitung habe. Würde ich jetzt diesen Verbinder mit dieser Zange verkrimpen, dann wäre die eine Seite sehr stramm verpresst und die andere Seite wäre lose. Ja, und das Kabel würde wieder rausrutschen. Deswegen zwei verschiedene Zangen und deswegen auch immer die richtige Zange für die passende Anwendung nehmen. Dann funktioniert's. Und unser Buddy-Tipp, wenn ihr unser Grimpo 10 oder Grimpo 30 System habt, haben wir dafür natürlich auch die passenden Gesenke. Ja, unter anderem zum Beispiel für diese Verbinder, die Sie auch an unseren RepCap-Leitungen dran setzen, wo die Werkstätten immer wieder fragen, wie kriege ich die kleinen verkrimmt, 0,2 Quadrat mit unserem Grimpo-System. Ja, hier noch ein Buddy-Tipp. Sehr oft kommt die Frage, für diese Stoßverbinder, wie sie bei einigen Fahrzeugherstellern serienmäßig verwendet wird, habt ihr die noch? Ja, wir haben sie noch. Und wie verkrimpe ich sie? Ich verkrimpe sie hier mit unserer 90 942 242. Ganz einfach. Auf der einen Seite ist eine Spitze. Ich gehe hier rein, ja, und verpresse sie dann. Und schon habe ich einen wunderschönen B-Krimp, wie er im Anschluss auch aussehen soll. Also, wir haben das passende Werkzeug.